Fußball 2000. Einen Tag vor dem Spiel sind wir hier. Wir sind sehr froh. Achim, mein Freund, er ist da, ja, und da können wir ein bisschen darüber reden. Wir sind angekommen, du bist heute auch angekommen, hat alles gut geklappt? Eben gerade quasi. Koffer weg, zack, in die Sportsbar, gleich ein bisschen Champions League schauen. Archie ist unser Guide, ja, auf und jeden sorgt Fall dafür, dass wir nicht in die Schnauze kriegen, auch wenn wir hier in dunklen Gassen stehen. Stand jetzt natürlich, ja. Aber wie war es denn? Hast du schon ein paar Frankfurter gesehen? Hast du schon ein bisschen was gesehen oder noch gar nicht? Ich habe nur ein bisschen Deutsch gehört. Ja. Sonst kein Frankfurter, aber ich habe immer noch gute Erinnerungen von das Chelsea-Spiel vor 3 Jahren. Oh jetzt, ja, auch schon wieder 3 Jahre. Dieser Fahnenmarsch, aber ja. Vielleicht ein paar Aufklebern sind immer noch hier, aber weiß nicht. Mal weiterschauen. Müssen wir mal gucken, wir haben noch ein bisschen Zeit, kommen ja noch einige an, bis Donnerstag auf jeden Fall. Bei dir im Flieger waren aber schon ein paar, ne? Also tatsächlich, der Frankfurter Flughafen war voll, es sind glaube ich 4 Flieger nach London gleichzeitig geflogen. Das eine war da, der andere war da, du hast schon gesehen. Ich habe mit Lossner gerade auch drüber gesprochen, ich glaube schon, wir werden wahrscheinlich maximal 4000 im Stadion sein können, aber ich glaube schon, dass hier 7 bis 7500 in der Stadt sein werden. Ich meine, wir kennen ja die Collection. Sehr, sehr viele Leute, die in London sind, die bis jetzt noch keine Karte haben und jetzt irgendwie wie wild gerade mit Taxis rumfahren, weil angeblich noch Karten auftauchen. Das kann ich mir auch vorstellen. Das ist ja immer die Connection London-Frankfurt. Wir kennen sie auch, die Banken, beiden Bankenstädte, und da gibt es ja wahrscheinlich eh viele Frankfurter, die jetzt sagen, ich würde eigentlich auch ganz gerne hierher kommen. Aber schauen wir mal, es kann noch einiges tun, liebe Leute, wenn ihr morgen noch abfliegen solltet oder heute Abend, nicht vergessen, den Reisepass mit dem eingültigen Reisepass. Er weiß, wovon er spricht. Ja, mehr erzähle ich nicht, da kommt die Geschichte vielleicht demnächst noch. Aber liebe Leute, schreibt ihr mal in die Kommentare, wenn ihr schon alles eingepackt habt und noch losfahrt. Aber wollen wir mal ein bisschen zum Spielerischen kommen, denn es wird jetzt Skribbel langsam. Ich bin aufgeregt, ich war die ganze Zeit aufgeregt, dass wir hierher gekommen sind. Jetzt sind wir in London, schönes Wetter. Aber was denkst du, was ist dein Gefühl? Du hast auch West Ham ja jetzt gesehen, gegen Chelsea, da waren sie gut getauscht. Hast du das Gefühl, dass die Eintracht der klare Favorit ist oder ist das nicht ganz so klar? Ja, ich sehe West Ham als klarer Favorit. Ja, okay. Und ich glaube, das auch in die Karten für der Eintracht spielen. Weil ja, klar hat West Ham ihre Verletzungen momentan, ja, haben die fast keinen Innenverteidiger. Richtig krass, 3 Innenverteidiger fehlen, alles Stammspieler im Grunde, ja. Ja, genau. Aber Craig Dawson macht eine sehr gute Saison. Es wird ja schwierig, weil ja, die individuelle Qualität bei West Ham ist riesig, also bei Declan Rice zum Beispiel, also was er kann, ist unglaublich im Mittelfeldzentrum. Und dann ja, auch haben die Spieler wie Saïd Benrahma, wobei er es sehr gut im Europapokalspiel gemacht hat. Ja. Aber ja, im Premier League ging inzwischen nicht so gut. Okay. Dafür würde ich sagen, ja, West Ham sehe ich als Favorit, ja. Aber das ist eine gute Sache für die Eintracht, weil ja, ich glaube, dass die immerhin, ja, es ist ja schwierig zu schätzen nach diesem Barcelona-Spiel, aber ich glaube, dass immer noch man kann die Eintracht unterschätzen. Ne? Das glaube ich auch. Ich glaube, dass das schon passieren kann, und man merkt ja, dass West Ham, und das dürfen wir aber auch nicht unterschätzen, dass West Ham diesen Pokal natürlich sehr ernst nimmt. Das haben wir heute auch schon gemerkt, haben wir schon gesehen. Da ist auch bei West Ham schon ein bisschen was da. Also von wegen, dass der hohe FC Barcelona kommt und tief auf die Eintracht runterschaut, das passiert bei West Ham nicht. Ne? Nee, tatsächlich. Weit unter der Woche auch beim We Are West Ham Podcast zu Gast, und da war es genau das Gleiche. Die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Clubs, die sind schon sehr stark. Ja. Die haben eine sehr, sehr gute Fanszene. Die haben auch ein bisschen gestruggelt. Also die hatten auch diesen Rollercoaster in ihrer Fanhistorie. Und ich glaube, die haben auch richtig Bock auf diesen Wettbewerb. Und du hast es gesagt, die sind sehr, sehr physisch. Und das ist ja eigentlich das. Überleg dir, was selbst Mannschaften wie Augsburg mit uns gemacht haben, die das vielleicht auf einem Low-Level machen. Da hat die Eintracht eigentlich keinen Bock drauf. Das Einzige, was du gerade gesagt hast, was mir Hoffnung macht, ist, dass West Ham zu Hause das Spiel machen muss. Das heißt, sie können sich nicht wie bei Chelsea vielleicht ein bisschen zurückziehen, sondern Zuschauer werden da sein, die werden nicht akzeptieren, wenn West Ham auch unentschieden spielt. Vielleicht gibt es da ein paar Räume für die Eintracht, und was am Ende dafür sorgen wird, dass die Eintracht weiterkommt, ist Karma, mein lieber Freund Kurt Zuma, wenn du noch irgendeine Katze trittst, Alter. Ante und Mogli fressen dich auf, Alter. Ante und Mogli kommen dann vorbei, aber das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Aber ich will mal von dir wissen, wo siehst du den größten Schwachpunkt? Also wo sagst du, dass die Eintracht beispielsweise von den Positionen die Überhand hat, und wo würdest du sagen, dass West Ham ganz klar überlegen ist? Gibt es da jeweils eine Position, wo eine Mannschaft klar besser ist? Diese linke Seite, wo man Philipp Kostic gegen, ich weiß nicht, vielleicht ist es Ben Johnson, aber ja, da haben die West Ham
spielt ein paar Probleme. Okay, linke Seite müssen wir gucken. Ja, da würde ich sagen, es wird ja interessant, diese ganze Kampf zwischen Hinteregger und Antonio. Okay. Oh, das wird natürlich. Ich habe ein bisschen Missinformation weitergegeben. Ne? Also das habe ich in deiner letzten Folge bei Barcelona schon gesehen. Antonio ist gut, physisch, aber bis zum Schluss. Dann hat er richtig viele Probleme momentan. Okay. Aber ja, so sagt man. Ich habe mich gar nicht getraut, nach Stürmern zu fragen. Ich habe einfach gehofft, dass West Ham auch keinen hat. Ja. Und ich habe im West Ham Podcast gelernt, dass Antonio eigentlich auch ein Right Winger ist. Also ja, eigentlich so ein bisschen, okay, jetzt nicht unbedingt klassischer Mittelstürmer. Genau, umgeschulte Stürmer ist er. Und okay. Ja, er kann alles machen, aber ja, wenn er vor dem Tor steht, dann sagen wir auf Englisch, he can't hit a barn door. Du, das kennen wir tatsächlich. Also das ist gar kein Einzelfall. Aber du sagst... Also morgen das Duell Lammers gegen Antonio. Aber wo willst du auf jeden Fall sagen, dass die Eintracht einen klaren Schwachpunkt gegenüber West Ham hat? Gute Frage. Vielleicht mal, ja. Es kommt drauf an, wer in der Innenverteidigung spielt. Ne? Ja. Also vielleicht einer dieser Innenverteidiger hat Probleme mit Jared Bowen. Jared Bowen kann natürlich eine echt sein. Starke Rückrunde. Ja. Und ja, sehr physisch wie alle in dieser West Ham-Mannschaft. Also ich schau mal, kann Almami Touré zwei Spiele hintereinander im Europa League sehr gut spielen? Das ist die krasse Frage. Spielt Almami Touré? Übrigens, schreibt mal in die Kommentare, wer für euch lieber spielen sollte. Sagt der Touré, wir haben das letzte auch diskutiert, viele sagen jetzt auch Hasebe. Herr Hasebe wäre halt langsamer, aber wäre der strategisch klügere. Ja. Was würdest du machen? Ich glaube, ich würde auf Touré gehen, weil er hat es in Barcelona gezeigt und Glas hat ja gesagt, und weil ich ihm immer irgendwie ständig sage, spiel gut, der macht es dann schon. Ja. Vielleicht wird es für ein Spiel noch reichen. Ich bin mal froh, wenn im Rückspiel dann Indica wieder da ist. Also ich glaube, zwei Games in a row wird Touré jetzt nicht irgendwie das dritte Spiel dann auch noch gut performen. Ja. Aber ich glaube, was du gesagt hast, für mich ist der Game Changer morgen diese Physicality zu sagen, hey, kann die Eintracht dagegenhalten? Ja. Wir müssen morgen, ich sage die Eintracht muss dieses Spiel morgen nur überleben. Ja. Überleben 1-1, 0-0 und dann kommt nämlich das, was du auch in der letzten Sendung schon gesagt hast. Im Rückspiel wird das Rückspiel, ich glaube, da ist nicht ein Zuschauer im Stadion in Frankfurt, der sich nicht die Seele aus dem Leib schreien wird. Und das ist dann vielleicht das, was es zur Eintracht gibt. Das große Vorteil, Hinspiel, das muss die Eintracht nutzen. Wenn man verliert mit 0-1, dann geht noch alles. Du musst aufpassen, am besten gehst du mit einem 0-0 raus oder 1-1, dann ist alles easy peasy und dann Rückspiel. Morgen gucken wir wieder auf die Anzeigetafel 0-3. Auf jeden Fall. Während ich jetzt schon Angst habe, dass Basti mit seinen Anglizismen bald nur noch am englischsprachigen Podcast dabei ist. Ja, gucken wir mal, wie es läuft, liebe Leute. Ich habe Bock, wir haben schon ein paar Frankfurter gesehen. Wir gucken jetzt Champions League und lass uns gut gehen. Schön, dass du dabei warst, Archie. Danke, und Mann. Wir sehen uns morgen Abend. Ciao, ciao. Und wer bist du? Ich bin Stefan, ich bin der Fahrer heute, obwohl ich seit 7 Jahren nicht Auto gefahren bin. Welcome to Jackass. Eventuell die letzte Folge. Ein Lied muss auf jeder Auswärtsfahrt dabei sein. War auch schon bei uns zu Gast. 6 Uhr aufstehen, es war keine lange Nacht. Doch es ist scheißegal, Leute, ist Frankfurt aus der Zeit. S-Bahn zum Hauptbahnhof, Kaffee macht noch Augen groß, der Kopf ist platt. Ja, das müssen wir so vorhin geschafft. Der setzt Frühstück, damit man was zu machen hat. Und der Ball, der Ball. Da, 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 da. 3 Punkte! Ja, ja, ja!